Freunde des guten Geschmackes, willkommen zurück. Heute kümmern wir uns um den Songpier. Den machen wir mit Miesmuscheln und mit schwarzen Kichererbsen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen als allererstes und wichtigstes einen wunderschönen Songpier. Ich vertraue hier auf unser Qualitätssiegel QSFP. Die besten Produkte von uns für euch, die sind handselektiert. Aufpassen bitte, wenn ihr den anfasst, bitte einfach nur vorne anfassen, weil der hat hier überall extrem fiese Stacheln. Tut sehr weh. Bouchot-Muscheln brauchen wir. Dann brauchen wir die Kichererbsen. Einen Tag vorher bitte einweichen und in den Kühlschrank stellen im Wasser. Dann brauchen wir den Knoblauch. Dann geht es weiter mit den Karotten, Zitrone, frischem Basilikum. Und wir brauchen einen schönen Riesling dazu. Auf gar keinen Fall darf fehlen ein schöner Anislikör, Staudensellerie, Sternanis, Nelken, Tomatenmark. Die Butter darf auch nicht fehlen. Würde ich sagen, fangen wir einfach an, den Fisch zu filetieren. Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr euch da nicht rantraut. Einfach bei uns an der Fischtheke Bescheid sagen, nachfragen. Die filetieren euch alles, die ziehen euch die Gräten, die lackieren euch die Nägel, machen euch die Haare. Warum filetieren wir den Fisch? Wir könnten den eigentlich auch im Ganzen machen, aber ich finde es immer ein bisschen schade. Man schmeißt die Karkasse ja dann, also die Gräte, schmeißt man ja dann trotzdem weg. Ich würde den Fisch lieber filetieren, um die Gräte dann im Ofen ganz kurz anzurösten und daraus einen Fischfond zu kochen. Und aus dem Fischfond unsere Soße für das komplette Gericht zu ziehen. Als allererstes schneide ich links von der Rückenflosse ein, bis ich halt die Gräten merke und höre. Man hört es richtig. Dann schneide ich einfach nur an der Karkasse entlang. Dann schneide ich hinterm Kopf einmal komplett ab. Der Songpier ist der einzige Fisch mit 6 Filets, 3 Filets pro Seite. Und jetzt nehmen wir einfach die Karkasse, also die Gräten vom Songpier und schieben die bei 200 Grad 10-15 Minuten in den Ofen, damit noch ein paar Röststoffe entstehen. Weiter geht's mit dem Soßenansatz. Topf, circa die Größe wie die Karkasse vom Songpier. Olivenöl, Knoblauch, halbieren, mit reinschmeißen. Mit der Schnittfläche nach unten, Karotten grob runterschneiden. Nehmen wir 2 bis 3 Karotten, Staudensellerie, Tomatenmark, bisschen Thymian kommt auch mit rein. Alles etwas anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Und noch ein bisschen Wasser dazu. Die Karkasse haben wir jetzt geröstet, jetzt geben wir die einfach nur mit dazu. Was in keinem Fischfond fehlen darf, Sternanis und Nelke. Bei den Nelken mache ich wieder so 2, 3 und Sternanis nehmen wir auch 2, 3 Stück. Kommen wir zu den Muscheln. Nebenbei habe ich jetzt schon mal die Kichererbsen aufgestellt in leicht gesalzenem Wasser. Die brauchen so 20 bis 25 Minuten. Daher ist es halt wirklich wichtig, die einen Tag vorher einzuweichen, sonst brauchen die ewig oder ihr kriegt sie gar nicht richtig weich. Wir stellen uns den Fischfond beiseite, nehmen uns einen neuen großen Topf dazu. Ich gebe etwas Butter dazu, Karotten in Julienne schneiden. Julienne sind einfach feine Gemüsestreifen und Gemüsebrühe. Kommen wir zu den Muscheln. Ich habe die Muscheln jetzt schon mal unter kaltem Wasser gewaschen und aussortiert die, die schon kaputt gewesen sind. Ich benutze gern die Bouchot-Muscheln, weil die haben halt ein bisschen cremigeren Geschmack, sind ein bisschen milder. Tipp bei Muscheln ist immer, wenn man die öfter zusammendrückt und die nicht zusammenhalten, so wie die jetzt hier, die bleibt offen. Die würde ich nicht mehr mit benutzen. Die lebt wahrscheinlich nicht mehr. Für die Muscheln brauchen wir jetzt einen anderen Topf. Leg mir ein Handtuch unter das Brett, besorg mir ein Sieb und nehme den Fischfond, gieße den hier drüber. Jetzt kommt der Pastis ins Spiel, der Anislikör. Schluck Weißwein, Riesling, super dafür. Ein bisschen Salz, Pfeffer aus der Mühle, gewaschener Basilikum, die Stiele mit reingehen. Das Ganze stellen wir jetzt auf den Herd, lassen es einmal aufkochen, bis alle Muscheln geöffnet sind. Jetzt gießen wir den Fond einfach nur hier durch. Der Fond davon schmeckt schon super, köchelt noch ein bisschen ein, aber in der Zeit, wo der köchelt, fangen wir einfach schon mal an, den Teller anzurichten und braten unser Saint-Pierre-Filet. Jetzt kommt die restliche Butter. Die rühre ich jetzt in den Fond noch ein, um den ein bisschen cremiger zu machen, ein bisschen abzubinden. Das Saint-Pierre-Filet mit den 3 Filets, die schneiden wir uns jetzt einzeln alle frei. Leicht salzen auf der Hautseite. Etwas Olivenöl in die heiße Pfanne. Ich habe den Saint-Pierre jetzt mit einer großen, also schon mit Hitze in die Pfanne gelegt, damit er sich erstmal zusammenziehen kann, die Haut. Und jetzt gehe ich aber runter mit der Temperatur und dann ganz langsam braten lassen auf der Hautseite. Wenn ihr noch übrig habt, ein bisschen Thymian, vielleicht sogar hat er noch ein bisschen Butter über. Und jetzt nach, ich glaube, wie lange war er jetzt drin? 2, 3 Minuten auf der Hautseite, würde ich den auch umdrehen. Mehr braucht man gar nicht.
Ich sage danke an die Kollegen vom Frische Paradies aus Hamburg, die uns das Rezept zur Verfügung gestellt haben. Ihr findet das Rezept in dem Kalender 2020 oder auch im Internet bei uns auf der Frische Paradies-Seite. Alle Zutaten, die ihr dafür benötigt, natürlich bei uns. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Am besten passt dazu vom Weingut Engel, für mich persönlich, ist immer Geschmackssache, der Gris de Gris und ein schönes Baguette, wo man den ganzen Sud aufsaugen kann und nichts davon verschwendet.